Moin, Yachtschule Eichler, Christian. Uns hat die Frage erreicht, wie kann man auf dem Wasser plötzlich einfallende Böen rechtzeitig erkennen? Na, wenn ich die Wasserfläche windwärts von mir beobachte, ist es ziemlich trivial. Da, wo sie eben stärker gekräuselt ist, da ist ein Windfeld, das sich dann auf mich zubewegt, jedenfalls wenn ich dieses Windfeld windwärts von mir sehe. Aber spannender ist die Frage, was kann ich denn an Beobachtung des Himmels leisten, damit ich mich nicht von Schauer- und Gewitterböen überraschen lasse. Dazu habe ich hier einmal ein Foto mitgebracht, das zeigt, dass hier eine Menge Sonneneinstrahlung in verhältnismäßig kalter Luft und vor allen Dingen auf verhältnismäßig kaltem Erdboden dazu geführt hat, dass hier viel Konvektionsbewölkung sich entwickelt hat. Also es sind im Wesentlichen Kumuluswolken, die sich hier entwickeln, aber die kommen daher, dass die Sonne den Erdboden, der vorher deutlich kühler gewesen ist, erwärmt hat. Diese erwärmte Luft steigt auf und in relativ geringer Höhe schon kondensiert sie. Es braucht gar nicht so viel mehr Kälte, damit das alles sichtbar wird. Eine Wolke guckt hier so raus. Das ist ein Cumulonimbus, der sich da zwischen den Cumuluswolken entwickelt hat. Da haben wir einen Cumulonimbus, das alles ist Cumulus. Was ich meine, ist, dass der oben platt ist, so ein bisschen abgeschrägt. Das wäre ein Cumulonimbus, wie er im Bilderbuch zu finden ist und in vielen Lehrbüchern, so eine richtige klassische Ambossform, oben flach und deswegen, weil er an einen Kaltluftdeckel anstößt, entwickelt er sich dann am Ende zur Seite und nicht mehr nur nach oben. Das sind die Wolken, die uns Schauer und Gewitter bringen und man kann hier nochmal schön sehen, wie viel höher sich diese Wolken entwickeln im Verhältnis zu der sonstigen Bewölkung, die rundherum zu sehen ist. Leider nicht immer so wie jetzt, einzelne Wolke auf große Entfernung zu sehen. Häufig versteckt er sich in der Mischbewölkung zusammen mit Cumulus. Es lohnt sich, den Himmel aufmerksam zu beobachten. Hier kann man schön nochmal sehen, was für eine gigantische Entwicklung nach oben sie nehmen. Und besonderes Augenmerk bitte auf diesen ausgefransten Rand. Wenn ihr die Wolke nicht auf große Distanz von der Ferne seht, dann ist sie sowieso uninteressant für euch. Sondern ihr so schon halb drunter seid, müsst ihr sie ja auch erkennen oder besonders dann. Hier wäre das zum Beispiel der Fall. Wir sehen im rechten Bildteil ganz hübsche, wunderbare Cumulusbewölkung, aber hier im linken Bildteil sehen wir, wir befinden uns schon halb unter so einem ausgefransten Rand einer Schauer- oder Gewitterwolke. Cumulonimbus, die gleiche Wolke, eine Minute später fotografiert, sieht schon so aus. Da wäre man geneigt, die Sonnenbrille abzunehmen, Ölzeug anzulegen und vielleicht noch über weitere Sicherheitsmechanismen nachzudenken. Das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt geht es mir zunächst mal nur um die Erkennung. Auch hier, wir sehen in der Ferne da hinten eine klassische Ambossform, aber wenn wir mal nach oben gucken, stellen wir fest, wir befinden uns auch unter diesem ausgefransten Schirm. Oder da, das gleiche am River Humble. Links sehen wir die Wolkenbasis und der Schirm, der sich zur Seite hin entwickelt. Diese Wolken sehr gut beobachten und lasst euch bloß nicht irritieren von der Windrichtung. Also es kann durchaus sein, dass eine Wolke scheinbar gegen den Wind auf euch zuzieht. In Wirklichkeit ist jede Wolke mit dem Wind unterwegs, in dem sie treibt. Ist klar, die hat ja keinen eigenen Antrieb. Aber sie kann auch durchaus von ihrer Vorderseite her in Bodennähe Luft ansaugen und zwar auf ziemlich große Entfernung. Also bitte aufmerksam den Himmel beobachten und dann kann mir auch keiner erzählen, man sei von dem Gewitter überrascht worden. Irgendwo in den Bergen vielleicht, aber nicht auf See. Ja, auch hier versteckt sich wieder der ausgefranste Schirm eines Cumulonimbus. Den aufmerksam beobachten, dann werdet ihr auch rechtzeitig vorbereitet sein. Hier ist nochmal das Übergangsstadium. Hier ist es noch eine Cumuluswolke und da beginnt diese Entwicklung mit dem sich zur Seite ausbreitenden Schirm, den wir dann genauer beobachten wollen. Wenn ich dieses Bild hier am frühen Abend sehen würde, dann würde mir das keine besonderen Sorgen machen. Aber wenn ich das schon am Vormittag sehe, dass die Entwicklung in diese Richtung geht, dann weiß ich, da kommt auch noch die ein oder andere weitere Gewitterwolke, die sich daraus bilden wird. Besonderes Augenmerk bei solchen Böenwalzen. Ich bitte um Verzeihung, dass ich das Bild zusammengefügt habe, aber ich hatte da gerade keinen Weitwinkel zur Hand. Das ist eine Böenwalze oder auch Böenkragen genannt. Da steckt mitunter nochmal ganz gut Wumms drin. In dem Moment, wo dieser Böenkragen mich erreicht,
muss ich damit rechnen, dass aus der Richtung, aus der die Wolke zieht, kräftige Windböen bis hin zu ernstzunehmender Sturmstärke kommen, auch wenn vorher der Wind zur Wolke hinwehte und ganz moderat war. Hier ist nochmal ein anderes Bild, da kann man das ganz schön sehen. Das ist so in der Richtung hier an der Böenwalze entlang fotografiert. Also grundsätzlich, je beeindruckender eine Wolkenformation aussieht, umso mehr sollte man reffen. Das kann man tatsächlich sehr gut intuitiv feststellen. Sich gut vorbereiten, vielleicht auch in Bezug auf Gewitter nochmal einen Motor anschalten, damit er, falls der Blitz einschlägt und so, ein anderes Thema. Aber jedenfalls so wäre meine Bitte, den Himmel aufmerksam beobachten, nach Böenwalzen Ausschau halten und nach Cumulonimbus überhaupt.